Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm im Darm. Wir sind wieder am Start und wir befinden uns, naja, ich glaube gerade noch im Bauch. Aber ihr wisst ja, alles was im Bauch ist, wird irgendwann verdaut und macht sich dann auf den Weg in den Darm. Ja, also das heißt, ich gehe davon aus, wir sind quasi gerade das Futter von Monstro, in dem befinden wir uns nämlich gerade, dieser fette Wal, der uns aufgefressen hat. Und naja, jetzt werden wir dann wahrscheinlich bald verdaut werden. Und naja. Also ich weiß ja nicht, wie das bei einem Wal ist, aber auch ein Wal wird irgendwann mal kacken müssen. Gehe ich jetzt mal von aus. So, komm her doch. Hier ist wieder eine Kiste, geil, warte mal. Erstmal Taler aufsammeln, Kiste aufmachen, let's go. Oh, 76, 77, 78 Welpe. Geil. Nice. Aber komische Darmwände hier, der Bruder, wa? Bauch 5. Ah, ich glaube, das letzte Mal sind wir hier runtergefallen, oder? Weil da unten waren wir noch nicht. Oder? Es ist sehr verwirrend irgendwie. Es ist alles sehr, sehr verwirrend. Scream! Geil. Oh nein, Fetti. Ah, die weißen Dinger können wir noch nicht machen, ne? Nee, weiß können wir leider noch nicht. Boah, Junge. Gib ihm. Sehr gut. Jawohl. Weg mit dem. Nee, weiß, die weißen Dinger können wir leider noch nicht machen. Schade. Naja, okay. Hier lang? Bauch 3. Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall Kisten, die wir noch nicht haben. Oh, Zora hat die Stufenaufstieg. Geil. Oh, er ist weg. Ich will jetzt ungern runterfallen, aber ich glaube, wir müssen dann eh runter, ne? Sehr gut. Ich muss aufhören, immer R1 mitzudrücken. Ich will nicht da runter. Ein Eder. Wer einen Eder kriegt. So, machen wir es halt so. Ist da noch irgendwo einer? Ach ja, hier. Oh, nicht runterfallen. Boah. Ja, sehr gut. Super nice. So, Kiste einmal öffnen. Spiritgummi. Oh, kommen wir da rüber? Nee, ne? Ah, aber vielleicht von da oben kämen wir da rüber, aber da kommen wir auch nicht hin, ne? Oh! Geil. Bauch 2? Bauch 2. Geil. Nice. Der 55., 56. und 57. Welpe sind nach Hause. Nach Hause. Okay, da unten haben wir irgendwas. Da haben wir auch. Ich gehe mal hier lang. Es ist so verwirrend, ne? Ne. Es ist so verwirrend. Leck mir am Arsch, du. Wo kommen wir hier hin? Geht's denn da drüben hin? Fantastisch. Da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Hä? Oh, ist das verwirrend. Meine Herren. Da drüben kommen wir, glaube ich, auch nicht hoch, oder? Nee, niemals. Okay. Bauch 1. Wir sind gleich wieder zurück, oder was? Oh, warte mal. Sehr gut. Oh, hi. Okay, die kleinen Viecher kriegst du auch nicht mehr mit One-Hit-Blatt, wa? Interessant. Gehen wir mal hier lang. Oh Gott. Sonst immer haben wir die gewone-hittet, ne? Ist auch nicht mehr.
crazy. So. Da drüben ging es nirgendwo weiter, ne? Und hier? Komm, geh mal beiseite. Eigentlich müsste es ja vom Bauch 6 irgendwo weitergehen, oder? Sehe ich das falsch? Okay, aufsammeln schnell. Au. Sehr geil. Warte, ob wir hier irgendwo... Ah, kommen wir da hoch? Kommt man da irgendwie hoch? Oh, warte mal, hier kommt man doch hoch, oder? Auch nicht, da ist aber eine Kiste. Come on. Toll. Scheiße. Okay, da unten waren wir schon, ne? Da ging es nicht weiter. Heißt, es muss irgendwo hier in Bauch 6. Müssen wir weiterkommen, oder? Oh, ich spawn die schon wieder, Alter. Okay. Waren wir hier schon? Ja, ne? Hier sind wir auch schon lang gelaufen. Ach ja. Geht's denn hier hin? Wieder in Bauch 6. Es ist eine Endlosschleife. Kann man die nur werfen? Kann man die nicht einfach wieder hinlegen? Ah. Haha. Oh, eine verlorene Seite aus Winnie Pooh Buch. Winnie Poohs Buch. Da kommen wir nicht hin. Da oben geht's aber auch noch irgendwo hin, ne? Okay, warte mal. Wenn wir jetzt hier hochjumpen, können wir doch sicherlich auch. Wo ist denn jetzt das für eine Verarsche gewesen? Scheiße. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da drüben auch nicht. Okay. Wie sieht's denn da drüben aus? Kommt man da irgendwie? Wir können wahrscheinlich nicht mit der Kiste hier runterspringen, ne? Nee. Okay, ja, ja. Ich will gar nicht gegen euch kämpfen. Oh, Donald hat ein Upgrade bekommen. Nice. Das ist alles ganz verwirrend. Aber wir können noch die Kiste da oben mal mitnehmen. Ein Flairgummi. Das ist geil, glaube ich. So, darüber kommen wir nicht. Geht's denn hier hin? Bauch 1. Das wäre ganz am Anfang. Das kann ja eigentlich auch nicht richtig sein, ne? Das ist verwirrend. Oder... Moin. Ich kämpfe jetzt mal nicht gegen die. Das haben wir ja nur schon zuhauf gemacht. Jetzt hörst du mal wieder hier. Das bringt ja auch nichts. Das ist alles ganz verwirrend. Achso, wir können jetzt nur zu Bauch 1.
Wo geht's hier hin? Ah, hier geht's zurück zu Meister Geppetto. Scheiße. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh. Okay, brauch drei. Wo sind wir denn von hier aus vorhin weitergekommen? Hier muss es doch auch irgendeinen Weg geben. Hä? Jetzt sind wir komplett im Outer Space gefangen, glaube ich. Ich strafe hier mal durch. Ich meine, zum Level ist das geil hier, ne? Gar keine Frage, aber... Okay. Eigentlich will ich gar nicht gegen die kämpfen. Aber um sich hier mal ein bisschen genauer umzugucken, müssen wir es leider tun. Aua. Wo geht's hier hin? I don't know. Wen greift der denn an? Na komm. Aber nee, wenn er fast down ist, holen wir uns den. Natürlich ist da der nächste. So, wo geht's hier hin? Ja. Es muss ja irgendwo von Bauch 6 aus weitergehen, oder? Ich meine, wie gesagt, für EP und für Taler ist das natürlich fantastisch, ne? Geht's denn hier hin? Wo geht's hier weiter zum Teufel? Ist der hier unten? Müssen wir hier weiter? Wow, müssen wir hier weiter? Ja, es ist wieder Bauch 3. Das war bestimmt irgendein gemeiner Durchgang, den ich noch nicht gefunden habe. Komm her jetzt! So. Hey, wir kommen da nicht durch. Jetzt kommen wir durch. Ich verstehe das nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Hier sind wir wieder am Anfang. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Was steht hier? Warte ganz kurz. Kann ich sein, dass ich jetzt eine ganze Folge lang nur diese blöden Bäuche suche? Also, hier steht Bauch 1. Einige Schritte folgt zur Sequenz dieser Tautoriko. Das haben wir ja schon alles gehabt. Geht durch den Durchgang an der Erhöhung. Folgt dem Weg, geht Richtung Bauch 3. Also erstmal Bauch 1. Einige Schritte folgt eine Sequenz der Tautoriko auf. Den müssen wir verfolgen. Geht durch den Durchgang an der Erhöhung. Warte mal, wir gehen nochmal in Bauch 1. Ganz zurück, ganz am Anfang. Hier war diese Zwischensequenz, ne? Wo Rico gesagt hat, wenn ihr mich fangen könnt. So, von hier aus gehen wir in den Durchgang. Folgt den Weg in Bauch 3. Also hier, erstmal müssen wir den hier nehmen. So. Dann gehen wir Bauch 3. Das ist dieser hier vorne. Hallo? Hä? Hallo? Genau, Bauch 3. Links den Durchgang zu Bauch 2 nehmen. Okay. So, dann gehen wir zu Bauch. Dann gehen wir zu Bauch 5. Das ist dieser hier. Der dritte dann Bauch 5, der sich hinter euch befindet. Geht den Weg entlang und geht durch den Durchgang zu Bauch 6. So, das ist dieser hier.
Nehmt rechts den Durchgang zu Bauch 5. Was denn für rechts den Durchgang? Hier ist rechts kein Durchgang. Oder bin ich blöd? Ja, wieder gegen die kämpfen. Alter. Wir wollen es aber auch mal gut, ne? So. Okay, mal 2 Sekunden Ruhe, bitte. Rechts den Durchgang. Wir kommen vorne rein. Hier vorne. Hier. Hier komm. Okay. So. Hier kommen wir so rein. Rechts den Durchgang, dann kann das ja nur ein Durchgang sein, der da oben irgendwo ist. Das kann ja nur einer sein, der da oben irgendwo ist. Da oben. Und wie kommen wir da hin? Das verstehe ich nicht. Goofy. Lass das bitte. Sag mal, Goofy. Das kann ja nur der Bauch da hinten sein, aber da kommen wir doch nicht hin. So weit können wir gar nicht springen. Ja, vor allem nicht, wenn Tobi nicht drückt. Hä? Ich bin maximal lost gerade. Da kommen wir so weit? Und wir können uns ja auch umgucken hier, ne? So, dann es kann nur der da oben sein, weil das ist der einzige Weg, der rechts ist. Die Frage ist, kommen wir von da nach da drüben? So weit können wir doch niemals springen. Jetzt mal ernsthaft. Oder meinen die den da unten? Was ist das da unten nochmal? Ist das Bauch 5? Ne, es ist Bauch 3. Ne, das ist definitiv falsch. Also es kann... Oh, jetzt gehen wir hier raus und dann kommen wir da wieder hin. Da müssen wir wieder kämpfen. Oh boy. Also ich kann mir definitiv nur vorstellen... dass dieser Weg da vorne gemeint ist. Dass wir irgendwie nach oben müssen. Ich weiß nicht wie. Nee, nicht kämpfen. Anders dann kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn wir das jetzt gleich nicht hinkriegen, gucke ich mal, ob ich irgendwo im Internet so ein Longplay finde, wo das jemand gemacht hat. Ich verstehe dort nicht. So, Bauch 6. Jetzt sind wir wieder hier. Und alle wieder respawnen, natürlich. Wobei, warte mal. Ist das doch der hier? No. Warte mal. Naja, ich kämpfe jetzt nicht. Ich lasse es mal. Ah, vielleicht sind wir hier richtig. Warte mal. Was steht da drin? Bauch 4. Hier oder was? Hey, haben wir das nicht schon 5-mal gemacht? Gott. Wie peinlich. He has all but deserted you for the Keyblade and his new companions, after all. Oh. I don't care about him. I was just messing with him a little. Oh, really? Of course you were. Beware the darkness in your heart. The heartless prey upon you. Mind your own business. Ich dachte, wir wären da schon 5-mal gewesen. Jetzt mal ohne Scheiß.
Riku! Gott, oh Gott, oh Gott. What's the matter with you? What are you thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that Keyblade these days. Do you even want to save Kairi? I do. Oh, endlich mal ein Save Point. Ja, also, es tut mir echt mega leid, ne? Ich dachte, wir wären da schon ein paar Mal lang gelaufen. Dass wir da natürlich noch gar nicht drin waren, ist natürlich jetzt maximal peinlich. Also, ein dickes Sorry auf jeden Fall. Oh mein Gott. Okay, warte. Items, wir haben Ether, wir haben Potions dabei. Das ist super. Wir haben Magie ist aufgeladen. Das passt auch. Ja, wir können euch direkt reingehen, ne? In den Darm. Ach doch, irgendwann wirst du verdaut und kommst im Darm. Was ist das denn? Sieht irgendwie aus wie ein Gegner aus Super Mario. You up for this? No problem. Let's do it. Okay. Wie kommt man an den dran? Wahrscheinlich hier aufspringen, ne? Ah, okay. Boah, das gibt's doch nicht. Sehr gut, das war ein guter Block. Oh, du Schwein! Frech. Das sieht aber irgendwie lustig aus, ne? Aber wenigstens sehen wir in der Folge noch einen Endkampf. Und dann ist mein schlechtes Gewissen nicht allzu groß vielleicht. Schlag mal zu. Oh, frech. Sehr gut. Nice. Nice hit, bro. This was very nice. Very nice! Scheiße. Fantastisch. Wow. Nein! Okay, kurz hier. Oh, warte mal, wir können auch mal den hier machen eigentlich, ne? Simba! Boah, wie cool. Oh, was für eine geile Animation ist das denn bitte? Okay, Simba, auf geht's. Ja, mal kurz healen. Ja, wir haben ihn aber gleich. Yeah. Was haben wir jetzt von dem bekommen? Der ist wieder weg. Irgendwas haben wir von dem eingesammelt. Haben ihn, sauber. Ciao. Nice. Goofy hat Schamane erhalten. Oh, das müssen wir uns gleich mal angucken. Geil. Goofy, du alter Schamane. Ja, hier ist nichts, ne? Tschüss. Oh, oh. Ah. Ah. Pinocchio! Pinocchio! Please. Give me back my son! Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure, but maybe he can help someone who's lost theirs. Wait a minute. Are you talking about Kairi?
What do you care about her? Na, ich weiß nicht, das ist irgendwie immer ganz komisch. Auf der einen Seite ist Riku immer total Freund mit uns und auf der anderen Seite macht er aber auch mit Malapitze irgendwie immer gleiche Sache. Jetzt entführt er Pinocchio und sagt, es kann uns egal sein, was mit Kairi ist. Irgendwie ist der komisch. Ich bin immer so zwischen, hey, hallo Kumpel und ich hau dir jetzt auf die Fresse. Keine Ahnung, ist ganz komisch irgendwie. Naja. Ja, immerhin haben wir noch einen Bossfight in dieser Folge gesehen. Auch wenn sonst nicht viel passiert ist, weil Tobi die ganze Zeit irgendwelche Eingänge gesucht hat. Sorry about that. Ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, ich denke mal, Riku werden wir wahrscheinlich mit Pinocchio nochmal sehen. Noch ist das Level hier ja nicht vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr morgen auch wieder einschaltet. Und 20 Uhr, wenn es weitergeht mit Let's Play Kingdom Hearts. Macht's gut, bis dahin und haut rein.